Hallo Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist. Das heißt, meine Teammädels und ich, wir stellen euch eine schöne Karte vor. Und ich bastel dann immer meine Karte oder meine Idee mit euch nach. Und genau, heute im Teamgeist ist es so, meine Idee ist eine Karte, also das Thema ist eine Karte für den Lieblingsmensch oder zum Valentinstag. Und meine Idee ist eigentlich heute eine Karte für mein Team. Einfach als kleines Dankeschön, als kleine Aufheiterung, als kleines Tanz in den Tag sozusagen. So ist mein Motto heute. Und der Hintergrund zu dieser Karte ist folgender. Wir hatten ja jetzt am Anfang vom Katalogstart schon ein bisschen Probleme mit dem Stempelset Painted Poppies, dass es gleich nicht mehr bestellbar war und auch mit den Erdmännchen zum Beispiel. Und ja, da ist natürlich die Stimmung nicht ganz so toll, auch bei uns Demonstratoren. Uns ärgert es natürlich auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, als kleinen Teamaufbau haben wir uns eine kleine Challenge überlegt, dass wir einfach in unserer WhatsApp-Gruppe jeder eine richtig schöne, gute Laune-Karte postet und eine bastelt. Und da ist mir diese Idee dazu eingefallen und dann habe ich das gebastelt und habe das gepostet und habe mir gedacht, eigentlich kann ich das auch gleich für den Teamgeist verwenden. Es ist doch eine schöne Karte für liebe Menschen und soll einfach gute Laune machen, ist sehr frühlingshaft, vielleicht schon ein bisschen sommerlich und mir ging es nach dieser Karte richtig gut, nach diesen vielen Weihnachtsbasteln jetzt einfach mal was Buntes machen und was, ja, deswegen machen wir heute so eine tolle Karte. Ihr seht schon, die hat ein ganz anderes Format und hier ist sie auch ein bisschen anders gestempelt, also ein bisschen unterschiedlich gemacht, hier sind auch andere Paletten drauf, aber die Karte ist wirklich einfach, schnell gemacht. Und einfach total schön, finde ich. Und, oh, ich glaube, ich stelle es nicht starr. Hier ist auch noch ein bisschen gestempelt im Innenteil. Genau. Ja, wir legen jetzt einfach los. Eine gute Laune-Karte für liebe Menschen, für meine liebe Team, meine Bastelwerkstatt-Mande, meine Team-Mädels und für euch natürlich auch alle. Ihr sollt auch gute Laune kriegen mit dieser tollen Karte. Los geht's! Die Karte ist auch total einfach. Also wir stempeln wirklich nur. Und das finde ich eigentlich total cool. Ich wollte schon lange mal wieder eine Karte machen, wo ich einfach stempel. Ich muss nicht stanzen, ich muss nicht, keine Big Shot, einfach nur stempeln und schön ist es. Es macht auch mal total Spaß, sich wieder ein bisschen zurückzulehnen und ja, ein bisschen zu dem, ich sag mal, besinnen hört sich schon wieder so an, aber ein bisschen so zurückzugehen zu dem, mit was man vielleicht angefangen hat, mit Stempeln. Bei mir war das so, mit Stempeln habe ich angefangen. Zumindest ein bisschen. Ich habe dann schon immer gleich verrückte Sachen gemacht, aber der Start war schon ein bisschen mit Stempeln. Das ist das, was einen ganz besonders bewegt. So, ich richte hier schon her, dabei ist es noch gar nicht so weit. Ihr braucht ein Material heute. Ein Stück Olivgrün habe ich jetzt hier verwendet als Kartenbasis in dem Maß 21 x 21 cm, gefalzt bei 10,5 cm und zwei Stücke Seidenglanz in dem Maß 20 x 9,5 cm. Die Bestellnummern wie immer halte ich euch ganz kurz ins Bild, dann könnt ihr eine Pause machen, wenn ihr die braucht. Und das war's schon. Also mehr braucht ihr gar nicht. Es ist wirklich wenig Material. Viele Stempelfarben, ja, aber ansonsten kann man richtig starten. Und ich habe jetzt an Stempelfarben ausgewählt. Das Stempelset, Stempelfarben Farngrün. Babyblau ist ziemlich verblasst. Ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Mangogelb. Das mit diesen Aufklebern, das war ein bisschen schwierig. Und Flamingo-Rot. Ich hatte die vorher vorne drauf kleben, aber dann konnte ich die nicht mehr richtig öffnen. Und deswegen musste ich die alle abziehen und wieder auf die Rückseite kleben bei den neuen Stempelkissen. Und ja. Und was ich noch brauche, ist auf jeden Fall Stays On für meine tanzende Lady. Und dann zeige ich euch noch das Stempelset, das wir verwenden. Das sind zwei Stempelsets. Einmal voller Schönheit. Das ist ein ganz tolles Stempelset. Hier unten ist die Bestellnummer. Das gehört mir gar nicht, das gehört meiner Mama. Sie hat es mir ausgeliehen und ich finde das ganz toll. Hat wunderschöne Hintergründe. Diese Blubberblasen und diese Blüten verwenden wir auf jeden Fall. Und das Stempelset mit Stil. Das ist ein Doppelstempelset. Und das hat diese wundervolle tanzende Frau drauf und diesen schönen Spruch. Also insgesamt sehr viele schöne Sprüche und toll zum Kollorieren. Und ich finde das wunderschön. Und los geht's. Wir fangen mit unserer tanzenden Frau an und mit Stays On. Und die stempel ich mir einfach hier so auf und ich halte auch ein bisschen drauf. Mein Stays On ist, glaube ich, schon ein bisschen leer. Ich habe da jetzt relativ oft reingehen müssen. Ja, es macht ein bisschen schwacheren Abdruck.
Und was ich jetzt hier noch habe, ich sehe dir das, ich habe hier so einen Rand. Ich habe anscheinend ein bisschen gewackelt. So, wir sind mutig und wir haben ja zwei Seiten auf dem Papier, deswegen die Rückseite wird auch gleich nochmal benutzt. Das ist schon ein schwacherer Abdruck bei mir, aber das passt schon. Zum Kolorieren ist das ganz gut. Und mein Spruch kommt auch in Stays On. Links in die untere Seite der Karte. Ich starte jetzt als erstes mit diesen großen Blasen und mit der Farbe Flamingo-Rot. Und da mache ich so, da gehe ich vorher, stempel ich mir das einmal ab und dann gehe ich so ein bisschen diagonal von dieser oberen Ecke bis in die untere Ecke von meinem Papier. Und ich drehe mir den Stempel auch immer. Also ich stempel mir den einmal ab und dann drehe ich mir das ein bisschen so, dass die Blasen immer ein bisschen unterschiedlich sind. Und habe mir hier so eine kleine Diagonale gebildet. Dann nehme ich die Kleckse, die mache ich jetzt mit Mangogelb. Und auch hier gehe ich nochmal vorher abstempeln, so zwischenrein. Und drehe mir auch wieder den Stempel so ein bisschen hin und her. So, dann kommen die kleinen Kleckse, die mache ich in Babyblau. Ich glaube, die hatte ich mir nicht abgestempelt, oder? Hatte ich mir die abgestempelt? Ne, die lasse ich so, wie sie sind. Ein bisschen was Kräftiges darf auch rein. So. Ich könnte da total variieren, was ihr für Farben möchtet. Ich wollte es jetzt wirklich knallig bunt haben und ja, das passt jetzt einfach gut so. Und dann habe ich noch diesen Blütenstempel. Den kann man, wenn man möchte, jetzt da auch noch drüber machen. Ihr könnt es natürlich auch schon so lassen. Also ich zeige es euch mal von nah. Sieht auch schon sehr schön aus, aber ich habe das irgendwie, hier seht ihr mal den Unterschied. Ich finde, ein bisschen Blume kann auch noch drauf. So. Und dann kommt er hier unten einfach noch ins Bild rein. Und oben auch nochmal ganz schwach. So. Schön, oder? Das macht jetzt schon ganz gute Laune. Das ist also unsere Frontseite und dann haben wir noch die Innenseite und da habe ich es auch einfach so gemacht. Da bin ich auch nochmal erstmal mit den großen Blubberblasen rucki zucki da ein bisschen drüber gegangen. So, dann die blauen. Ruhig an einer Seite vielleicht weiter reingehen. Dann das Mangogelb einmal gelb, einmal abstempeln und noch ein paar Kleckse drauf. Und am Ende nochmal das Farngrün. Oh, ich bin gar nicht mehr im Bild, Entschuldigung. Geht hier unten dann nochmal so schön von unten ins Bild und hier einmal noch von oben. Ich zeige es euch gleich nochmal nahe, dass ihr das besser erkennt. Ja, und das ist schon unsere Innenseite. Ich räume ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. So, und was ich jetzt noch gemacht habe, da zoome ich euch noch ein bisschen hin. Ich habe natürlich meine kleine tanzende Frau noch ein bisschen angemalt. Ist mir gerade eingefallen, dass ich noch eine Farbe brauche. Ich benutze Aquarellfarben und zwar habe ich einmal ein Kürbisgelb, also Orange, ein Blau und ein Braun. Espresso ist das jetzt und das Blaue ist Balmy Blue, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall so ein richtig schönes, ich würde fast sagen Königsblau, also ich finde das total toll. Und eigentlich finden sich die Farben ja nicht mehr wirklich, also dieses Blau zum Beispiel habe ich ja sonst nirgendwo auf der Karte. Das andere ist ja so Babyblau. Aber ich fand, das macht es irgendwie genau aus. Also es passt jetzt nicht farblich optimal zum anderen, aber das war auch nicht der... Das wollte ich auch gar nicht. Ich gehe da jetzt hier nur relativ kräftig drüber. Und ihr seht gleich, was ich dann noch mache. Also ein paar Bereiche wären relativ kräftig. Und... Das mache ich auch mit dem Orange, da bin ich jetzt aber zarter. Das deute ich wirklich nur so ganz leicht an. Und am Ende noch das Braun, das kommt hier unten hin, so am Boden. Das wird einfach eine schöne bunte Karte. Und dann nehme ich noch die Mischstifte. Und mit diesen Mischstiften habt ihr zwei Spitzen auch, ist egal, welche Spitze euch besser gefällt. Ich brauche noch ein kleines Schmierpapier.
Mit dieser Spitze gehe ich jetzt einfach von meinem helleren ins dunklere rein und wieder ein bisschen zurück und vermische mir hier so richtig die Farbe. Seht ihr das gut? Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter hin, dass ihr das noch ein bisschen besser seht. Ich finde immer, da blüht diese Farbe so richtig auf. Die geht dann noch so richtig, die wird dann noch ein bisschen kräftiger und strahlt noch so schön und ja. Und man muss es nicht perfekt ausmalen. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Das finde ich auch super. Und dann kann ich mir das so ein bisschen ausblenden. Wenn ich dann zu viel Farbe auf meiner Spitze habe, gehe ich einfach nochmal auf dem Schmierpapier und streiche mir die Spitze so aus, bis keine Farbe mehr rauskommt, und kann dann wieder in mein Helles gehen und mir das noch so ein bisschen blenden, wie ich das eben haben möchte. Und so mache ich es eben auch, wenn ich jetzt die Farbe ausgestrichen habe, kann ich wieder in die nächste Farbe reingehen. Jetzt in das Orange. Hier war ich ein bisschen kräftig unterwegs, aber mei. So. Streiche mir das wieder aus und dann hier unten noch ins Braun. Ich finde, da kann man ganz tolle Effekte machen mit dem. Mit den Aquarellstiften, und ich mache das wirklich gerne. Und sie kriegt noch ein paar braune Haare. So, fertig. Also Stift einfach wieder auf dem Schmierpapier ausstreichen. Und dann sind wir fertig mit unserer super süßen Tanzdame. Ich zoome euch wieder ein bisschen raus. Und dann kann das Ganze schon auf unsere Karte geklebt werden. Das mache ich einfach mit Flüssigkleber. Mein erster Versuch habe ich ein bisschen gesuckelt hier, gell? Aber das Papier hat ja zwei Seiten, von dem her. Und auch hier ist es ja so, die Karte ist olivgrün und der Stempel ist farngrün. Also es ist wirklich bunt und trotzdem harmoniert es total gut. Normalerweise versuche ich das schon immer so zu machen, dass das zusammenpasst, also dass es genau der gleiche Farbton ist. Aber manchmal kann man aus diesem ganzen Rhythmus oder dem, was man immer so macht, mal rausgehen und dann kommen auch schöne Sachen raus. Also manchmal passt es auch nicht ganz, das muss ich auch zugeben, das habe ich auch schon mal versucht. Also manchmal müssen die Farben schon richtig perfekt zusammenpassen. Aber manchmal macht sich das auch ganz gut, wenn es so ist, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Okay. Und? Ist doch voll die gute Launikarte, oder? Ich finde, die ist einfach toll. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich mir einfach noch ein paar Pailletten nehme. Ich benutze jetzt hier die Paletten aus der Celebration. Da gibt es so Paletten und eine Kordel im Set. Und da nehme ich mir einfach noch ein paar raus und setze mir die. Vielleicht sollten wir es auch richtig rum aufsetzen hier. Aufmachen. Ups. Nehme mir da einfach ein bisschen den Präzisionskleber. Immer noch mal ein bisschen näher hin. Und mache mir da einfach noch ein paar Punkte hin und so klebe ich mir die dann auf. Und fertig ist sie, die gute Laune-Karte für meine Teammädels, für meine Zuschauer, also für euch alle und für jeden, der so eine Karte bekommt und sich darüber freut. Lebe jetzt, lache oft, liebe für immer und tanz einfach durch die wunderschönen Seifenblasen. Ja, das war's. Mehr muss ich da, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ihr seht hier nochmal ein bisschen anders gestempelt und auch ein bisschen andere Paletten und hier auch nochmal. Ja, das sind meine drei Karten, die ich wirklich total schön finde. Ich nehme euch noch ein bisschen raus, dass ihr das besser seht. Die sind schon sehr groß vom Format. Ich könnte es natürlich auch kleiner machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!